Vielen Dank. Das Wort hat nun der Abgeordnete Bernd Buchholz von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der letzte Wortbeitrag des Kollegen Kirschner hat mir gezeigt, Kollege Dürburg, dass Ihr Antrag seine Berechtigung hatte. Genau. Wirklich. Denn man ahnt ein wenig nach dem Motto, Ihre Prioritäten, Herr Kirschner, lagen anders. Man ahnt ein wenig, dass wir dann eben doch auch zu Recht schon in der letzten Legislaturperiode in Jamaika andere Prioritäten gesetzt haben. Denn der Staat, der das staatliche Gewaltmonopol deshalb durchsetzen will, damit seine Bürgerinnen und Bürger nicht darauf angewiesen sind, sich selbst wehren zu können, der muss dann auch dafür sorgen, dass die Ausstattung dieser Polizei anständig ist. Und dafür haben wir in der Vergangenheit gesorgt. Und ich bin mit Sicherheit, ich habe ja den konkreten Haushaltsentwurf immer noch nicht gesehen, weil der uns erst am 17. zugeht, also insoweit, bitte? Heute irgendwann, naja, bis jetzt habe ich nichts gesehen. Aber ich bin jedenfalls für diese Prioritätensetzung dankbar, dass man an dieser Stelle gesagt hat, wir wollen in der Tat daran festhalten. Es scheint mir ein bisschen, dass der Antrag, Kollege Dürburg, auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese klare Aussage gleich bei Vorstellung des Haushaltsentwurfs dazu beigetragen hat. Und das ist dann eine gute Sache. Denn, Kolleginnen und Kollegen, die Situation in der Landespolizei ist trotz der Personalverstärkungen in den letzten Jahren nach wie vor, insbesondere durch die Belastung, die der Kollege Dürburg zu Recht geschildert hat, immer wieder Einzeldiensthundertschaften zu bilden und damit auch Dienstpläne in den Revieren des Landes und in den Direktionen durcheinander zu wirbeln, das ist auf Dauer kein angenehmer Zustand. Und deshalb ist es richtig, an diesem Pfad festzuhalten, die zweite Einsatzhundertschaft tatsächlich kontinuierlich aufzubauen. Ich bin dankbar, dass die Landesregierung diese Priorität gesetzt hat, denn sie ist in der Kontinuität dessen richtig. Aber ein Phänomen, das will ich hier auch noch mal mitgeben. Also Frau Glistmann hat gesagt, nee, das hat sie, nimmt sie so anders wahr. In der Tat müssen wir uns schon auch fragen, wie es kommt, dass bei den Revierleiterinnen und bei den Revierleitern, bei der Polizei in der Fläche das Gefühl, dass diese Polizei heute eigentlich den größten Personalkörper ever hat, dass dieses Gefühl bei denen nicht ankommt. Weil wir natürlich parallel zum Aufbau des Personals auch bestimmte andere Sachen gemacht haben, übrigens ganz im Interesse der GdP, das wollen wir jetzt auch nicht verheimlichen, auch bestimmte Dinge realisiert haben, die heißen, wenn langjähriger Wechselschichtdienst da ist, dann führt das mit einem zunehmenden Lebensalter eben doch zur Verkürzung der Arbeitszeit. Und die Stellen sind besetzt, aber die Arbeitszeit ist reduziert und sie sind eben nicht mehr mit der vollen Stundenzahl eins. Das ist auch richtig, ist auch gut so, führt aber natürlich dazu, dass auf dieser Ecke dann eben auch wieder das Personal, das zwar da ist, eben nicht eingesetzt wird, weil man aus Fürsorgegründen sagt, ist nicht. Und deshalb wird man in Zukunft nicht nur über Einstellungen reden müssen bei der Polizei, sondern auch über den effizienten Einsatz. Da bin ich ganz beim Kollegen Dürburg. Und das heißt aber auch, die paar Dinge, die mir wirklich aufstoßen bei der Landespolizei, und das ist zum Beispiel beim letzten Mal hier erörtert worden, das Thema Raumschießanlagen, die alle in weiten Teilen nur begrenzt funktionsfähig sind, führt natürlich dazu, dass eine Menge der Dienstzeit für das Schießtraining im Auto vergurkt werden muss, wenn man durchs Land unterwegs ist, um die entsprechende Schießanlage zu bauen. Als Lübeck nicht funktionsfähig war, mussten Leute aus dem Südosten des Landes einmal quer durchs Land fahren, um ihr Schießtraining zu absolvieren. Das ist natürlich ein ineffizienter Einsatz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Solche Effizienzthemen werden wir heben müssen, denn ein kontinuierlicher weiterer Personalaufbau über die zweite Einsatzhundertschaft hinaus wird auch in Zukunft aus meiner Sicht nicht möglich sein. Deshalb nochmal, ich bin dankbar, dass dieser Weg hier weitergegangen wird. Wir sind uns einig, dass der Aufbau stattfindet. Wir sind gespannt, wir sind nicht mehr gespannt auf die Nachschiebeliste, weil insoweit waren die Aussagen hier eindeutig. Und Kollege Koch nickt. Insoweit dürfen wir darauf vertrauen, dass das alles geregelt ist. Ich freue mich über diese Einigkeit der Ausstattung der Landespolizei in diesem Parlament. Herzlichen Dank.